Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute zum Mittagessen mache ich eine so eine Pennepfanne, so eine Nudelpfanne mit den Aubergine, mit Hirtenkäse. So sieht er aus und schmeckt sehr, sehr, sehr lecker. Und das ist jetzt mein Mittagessen. Und das Rezept ist wirklich perfekt für die, welche wollen ein bisschen abnehmen oder machen irgendwelche Kuren. Das ist der sehr gutes Rezept. Und wenn ihr Interesse natürlich habt, wie habe ich heute gekocht, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Aber wir gehen schnell an den Tisch, bevor das Essen kalt wird. Richtig lecker. Folgende Zutaten habe ich heute mir vorbereitet. Das ist die Penne, die sind mit den Paprikapaste angefärbt und Vollkorn. Dann ein paar Tomatchen, einfach für die schöne Farbe, für die Augen. Oliven. Oliven kann man grün nehmen. Sogar wäre es besser grün nehmen. Dann ist das auch der Teller freundlicher. Ich habe aber nur schwarze im Keller gehabt. Dann eine Aubergine. Und was bisschen Grünes. Ich hatte noch hier zwei Frühlingszwiebeln. Ein Zweig Thymian. Und ein bisschen Dill. Erstmal kochen wir die Nudeln nach Verpackungsanleitung. Und in meinem Fall war es zwischen 7 und 9 Minuten. Wasser habe ich schon gestellt, ins Wasser Salz und dann kochen wir dann die Nudeln. Bis das die Nudeln werden gekocht, werden wir unsere Aubergine in so ein Viertel schneiden und ein bisschen mit Salz anlegen. Einfach schneide ich so etwas dickere Scheiben. Und dann so Viertel. So. Und gebe in eine Schüssel. Wenn die Scheiben sind zu groß, kann man natürlich auch etwas kleiner schneiden. Kann man einfach dreimal durchschneiden. So, geben wir etwas Salz über die Aubergine. So, das reicht. Umrühren und lassen wir so lange stehen, bis unsere Nudeln fertig sind. Ungefähr auch so knappe 10 Minuten. So, das Wasser kocht, stelle ich jetzt die Nudeln kochen. So, ab und zu unsere Aubergine ein bisschen so umrühren. Und da können wir auch schon restliche Zutaten alle schneiden. Ich habe jetzt mehr schwarze Oliven vorbereitet. Wenn ihr grüne nimmt, dann am besten, wenn die mit dieser Paprika da drin sind. Und ich schneide die in die Scheibchen. Weil ich finde, es sieht dann im Gerät viel schöner, als wenn die ganze Oliven drin liegen oder wenigstens auf die Hälfte schneiden. Geben wir zurück in die Schälchen. Die Nudeln sind fertig, werde ich die abgießen und ungefähr so ein Teelöffel von Olivenöl dazugeben, dass die nicht zusammenkleben. Nur ein bisschen. Und lasse kurz erstmal an die Seite stehen. Unsere Aubergine können wir jetzt abspülen von Salz. Ich nehme dann Küchentuch und ein bisschen die sozusagen Trockentöpfen kann man auch aufs Brettchen drauflegen, dass die nicht zu toll nass sind. Und da kann man schon die Pfanne auf den Herd stellen und ein Esslöffel von Olivenöl reingeben. Und jetzt werden wir noch auch unsere Kräuter alle schnippeln. Erstmal Frühlingszwiebel. Kann man auch so eine kleine Schalotte nehmen, wenn ihr nicht gerade Frühlingszwiebel habt. Oder kann man sogar weglassen. Bisschen Dill. Und den Hirtenkäse oder Feta-Käse, wenn ihr nehmt, einfach in die Würfel schneiden. Und jetzt gehen wir ans Herd. So, die Pfanne stellen wir auf den Herd. Geben wir so ungefähr ein Esslöffel Olivenöl. Und dann erstmal Auberginen spalten.
und werden wir hier ungefähr so 3-4 Minuten so anbraten und immer wieder mal umrühren. Die Nudeln ab und zu mal schütteln, dass sie nicht zusammenkleben, und braten wir jetzt mal Aubergine an. So, ungefähr sind jetzt so 4-5 Minuten vergangen. Schaut, wenn ihr alle Zucchini-Scheibchen nicht mehr weiß, die sind so ein bisschen hier so gläserlich. Die wurden so ein bisschen durchsichtig, transparent. Der richtige Wort zu finden. Jetzt gebe ich den Zwiebelteig, die Frühlingszwiebel, und Hirtenkäse oder Feta-Käse. Und braten wir kurz noch alles so zusammen. Es wirklich nur kurz zusammen alles anbraten. Der Hirtenkäse schon schmeckt. Gebe ich jetzt Nudeln dazu. Wieder alles umrühren. Das geht wirklich sehr schnell. Und ein sehr schönes Gericht. Schmeckt sehr lecker. Und auch gesund. Und dann brauchen wir nur Würze. Ich gebe noch dazu die kleinen Tomatchen. Habe ich hier nur auf die Hälfte geschnitten. Dann Oliven. Dill. Bisschen von Oregano. Das ist die Zitronen-Oregano. So lecker sogar im Tee. Und beim Essen auch. Nur die Blättchen abzupfen. Natürlich Pfeffer. Nicht vergessen. Wer mag weiße Pfeffer, passt hier auch weiße Pfeffer dazu. So alles umrühren und können wir schon einen Tisch reichen. So schnell geht es. Mit ganz wenig Fett. Oh, schaut her. Wunderbar. Fertig unser Gericht. So, liebe Freunde, wir können schon den Herd ausmachen und servieren. So, meine Lieben, unser Mittagessen ist jetzt fertig und das ist für 2 Personen. Es ist wirklich ausreichend und duftet so lecker. Für Liebhaber, für die Knoblauch, könnt ihr auch Knoblauch reinmachen oder die andere Gewürze oder andere Nudeln nehmen. So, meine Lieben, so sieht heute mein Mittagessen aus. Richtig lecker. Es ist wirklich nicht trocken. Es sieht super aus und schmeckt auch sehr, sehr lecker. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Danach natürlich einen guten Appetit. Lasst euch schmecken und ich würde mich sehr freuen über euren Kommentar, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!